Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Black Ops 2. Wir spielen heute die Momente, ja klar, die Mission Achilles Schleier. Wir hätten noch diese Eliminierungsmission, die Einsatztruppenmission zur Verfügung. Die machen wir aber irgendwann anders. Wir setzen jetzt erstmal die Story fort. Hallo, ich habe gesagt, wir setzen die Story fort. Okay, wir passen die Ausrüstung an. Die Scorpion Ebon ist eine sehr, sehr geile Waffe im Multiplayer auch. Mit Vordergriff natürlich, das muss sein. Und wenn es geht, noch mit Magazinerweiterung, den Laser, den können wir im Prinzip runterpacken. Aber ja, gut, egal. Wir lassen den jetzt mal drauf. Und als Sekundärwaffe haben wir die B23R. Wir können mal eine Shotgun nehmen. Haben wir da irgendwas? Ja, Schrotflinten natürlich die hier. So, mit welcher Tarnung? Oh, du, Carbon haben wir ja leider nicht, würde ich mal sagen. Nehmen wir das da. Granatenwerfer passt. Und natürlich hier die Schockladung, die ist nämlich geil. Das Zugangskit ist okay. Jo, das Zugangskit können wir schon lassen. Können wir, oh, wir können sogar, oh, wir können drei Sachen machen. Okay, das ist gut. Das heißt, hier nochmal ein Aufsatz drauf. Natürlich den Lasermarkierer und den langen Lauf. Und das schnelle Magazin. Alter, wie viel man hier drauf machen kann. Ich mache den Millimeterscanner drauf. So, jetzt haben wir es aber angepasst und ich würde sagen, wir legen los. Haben Sie es geschafft? Bin drin. Verdammt gut, Kleine. Sie verstehen es nicht. Kurz vor meinem Abgang bei Tacitus habe ich einen Celerium-Wurm erstellt, der alles entschlüsseln konnte. Quantenscheiß hält mehr aus. Selbst von mir. Wir nennen das Netzwerk. Alle Länder leiden unter dem neuen Kalten Krieg. Moment. New York? DC, das Pentagon? Shanghai, Peking, Hongkong, wir nennen es, greift Amerika und China an. So sollen beide Supermächte gleichzeitig fallen. Die Daten haben alle das gleiche Präfix, 619. 619. Oh mein Gott, 19. Juni, das ist morgen. 19. Juni, Freiheitstag. Die Abschaffung der Sklaverei. Hurensohn. Wo ist Briggs? Admiral, der Angriff ist am 19.06. Morgen. Wir müssen sofort in den Jemen. Nein, Sie müssen dorthin und Menendez zur Befragung internieren. Das ist eine Falle. Sie kontaktieren Farid und die jemenitische Miliz. Wir brauchen Hilfe. Admiral, das ist eine Falle. Menendez hat uns die ganze Zeit getäuscht. Wenn wir in den Jemen gehen, ist das genau, was er will. Bereiten Sie Ihr Team vor. Sie haben 2 Stunden. Ja, da hat er uns Befehle gegeben und die müssen wir ausführen. Wir sehen jetzt aber Farid, das heißt. Ja, uns geht es am Arsch Verstanden, vorbei. Herr. Unser Blue Force Tracker funktioniert nicht. Einstufung als Freund nicht möglich. Also egal, was passiert, wenn die Kugeln fliegen, niemals die Tarnung aufgeben. Einfach cool bleiben. Wir schaffen das gemeinsam. Da ist er, dieses Schwein. Wir sind fast fertig. Wir sind bereit. Ja. Die Amerikaner kommen, Farid. Und sie werden dich töten. Es ist ein Verräter in unserer Mitte. Aber wie? Wer? Das ist egal. Ich bin ihm einen Schritt voraus. Ui, jetzt geht's aber ab hier. Alle bis an die Zähne bewaffnet. Cordestier wartet. Sie erwarten Freiheit und sollen sie haben. Wir sind ganz, ganz nah an Menendez, den Zerstörer der Welten dran. Und wir werden ihn gefangen nehmen und töten. Komm, Farid, es ist Zeit. Und das ist die Szene aus dem Intro. Alle mit der gleichen Animation. Alter, das ist ja mal lustig. Jetzt!
Wir sammeln uns bei der Zitadelle. Okay, geht ab. Wir sammeln uns bei der Zitadelle, wo auch immer die ist. Wir werden hier einfach durchwatchen. Das sind Gegner, okay. Ballen wir einfach mal alle nach und nach ab. Ich glaube, die Shotguns sind für die Dinger jetzt besser, deswegen habe ich es auch genommen. So, perfekt. Das da ist jemand von uns. Ja, das sind doch Dinger von den Feinden, oder? Nicht, da ich jetzt unsere abballer. Na gut. Hä? Willst du mich eigentlich da verarschen? Was ist denn jetzt passiert? Ich dachte, wir müssen einfach nur durchrennen. Da war doch niemand, oder? Oder war da ein Feind? Ich habe da keinen Feind gesehen. Also, ich will ja nichts sagen, aber... Ach, leck mich doch am Arsch. Na gut, egal. Menendez stand doch noch da gerade, oder? Naja, was soll's. Also, abballern. Das Ding runter. So, das ist einer von uns. Jo, danke. Aber es ist irgendwie scheiße, dass ihr auf mich ballert mit euren Scheißdingern. Na gut, was soll's. Was ist denn hier Schönes drin? Gucken wir mal. Also, wir haben hier... Oh, eine Katana. Geil. Alter, ich hab doch auf den draufgeschossen mit der Shotgun. Was soll denn dieser Scheiß jetzt? Hä? Alter, der wäre längst tot gewesen, mein Hut war mitten auf ihm drauf. Willst du mich eigentlich verarschen? Ja, jetzt! Und umdrehen! Alter Schwede, ey, was soll denn der Scheiß? Meine Güte, trägt mich jetzt auf. So, wo haben wir das Ding? Ah, okay. Wir können also ein bisschen weiter messern jetzt. Okay, das haben wir zerballert. So, da draufhauen. Und ich würde sagen, wir werfen mal eine Schockladung dahin. Da ist niemand. Hä, das war ja total fail. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe die Schockladung irgendwie wo ganz anders hingeworfen. Das wollte ich gar nicht. Na gut, da draufballern. So. Da brauchst du gar nicht so rumschreien. Okay, hier rüber. Ach, das sind auch Feinde. Alter, wie viele Feinde sind denn hier? So, du bist weg. Ach du Scheiße, ist das ein Fuß, der da liegt? Sieht irgendwie so aus, ne? Lustig. Oh, so, du da weg und du da weg. Verpisst euch alle. Ich hätte vielleicht nicht die Evo nehmen müssen. Die Evo ist eine scheiß Waffe für die Mission. Merke ich gerade so. Ich werde mal die M8 aufnehmen, die er da hat. So. Für die NPCs reicht's allemal. Wow. Okay. So, wo... Ah, Alter, jetzt leckt das schon wieder. Wo sind denn hier die Nächsten? Ich muss hier hoch, ne, irgendwie. Die Treppe hoch vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich werfe jetzt einfach mal hier kurz eine Granate hin. So. Okay, jetzt werfen wir da noch eine hin. Die hat es irgendwie nicht so gebracht. Und du bitte weg. Na hopp. Und weg mit dir. Jawohl. Was ist denn jetzt los? Alter. Was kackt denn da ab? So ein Vitol-Scheiß, ey. Junge, Junge. Alter Schwede. Okay, hier hoch geht's. 50 Meter noch. Da rein können wir natürlich nicht. Okay, das müssen wir außenrum laufen. Hör gut zu. Bleib stark, mein Freund. Und ich verspreche, dass ich dich da durchbringe. Okay? Ja. So, das Ding kackt gleich ab, oder? Jawohl. So, das weg. Also diese Quad-Drohnen sind echt nervig, die Dinger. Vor allem, die kacken so schnell ab. Aber man muss eben draufhalten. Und vor allem sind sie schlecht wie Sau. Die können ja gar nichts aimen. So, weiter hier lang. Das sind alles Leute von uns. Gut so, können wir das Ding in die Luft sprengen? Nee, leider nicht. So, hier. Was ist der schnellste Weg aus der Stadt heraus? Lol, eine Waffenkiste, das geile Sache. Zu einem Bergpfad in den Außenbezirken. Geh dorthin, wir treffen uns, wenn unsere Vitols im Einsatzgebiet sind. Okay, Vitols im Einsatzgebiet, schön. So, da hinten, ich habe jetzt meine Raketenwerfer mitgenommen, keine Ahnung, was gut oder schlecht war. So, weg mit dir. Okay, den können wir also nicht abschießen, komischerweise, verstehe ich jetzt nicht.
Normalerweise konnte man die ja abschießen, die Dinger. Zumindest in COD 4 war das so. Jetzt renne ich mal weiter mit der Shotgun durch. LOL, Alter. So, hat der... Wow, 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 wow. LOL. Fail, fail, Alter. Was habe ich denn jetzt gemacht? Junge, Junge. Also ich muss sagen, wir zeigen uns hier nicht, oder ich zeige mich hier gerade nicht von der besten Seite. Das ist ein bisschen scheiße, was ich da gerade mache. Ich sollte vielleicht auch nicht den Raketenwerfer nehmen. Können wir vielleicht nochmal den Raketenwerfer zurückschaffen. So, nochmal hier hoch. Nehme ich jetzt nochmal die Scorpion hier auf. Die ist vielleicht doch so ein bisschen besser als der Raketenwerfer. Aber jetzt erstmal hier uns durchballern. Weil wir wollen ja so schnell wie möglich jetzt hier durchkommen. Und nicht ewig uns hier aufhalten. Und irgendwie leckt es wie Sau. So, hier durch. Schau mal, die Muni geht erst weg, wenn ich schon längst geschossen habe. Was ist denn das für eine scheiß Engine? So, du weg. Hamre mit Dual Band. Ne, den nehme ich mal lieber nicht auf. Normaler Hamre ja, aber Hamre mit Dual Band ist jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Okay. Wir sollten jetzt mal weiter vorgehen. Okay, gut. Wo ist denn Menendez? 50 Meter noch. Kann ich den vielleicht messern? Nee. Okay, aber er ist auch so schon weg. So, weiter geht's. Wir sind nur ein bisschen angehittet. Scheiße, Mann. Scheiße, 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 scheiße. Alter Schwede, ey. Wir haben nur noch die Shotgun. Für den Rest haben wir keine Muni mehr. Alter, fick dich! Oh, diese Dinger regen mich auf. Okay, gut. Haben wir runtergeholt. So. Weiter geht's. Also, diese Dinger regen mich echt auf. Das nächste Mal schmeiße ich so eine Schockladung drauf. So, wo geht's denn weiter? Das ist jemand von uns. Gut. Und hier, durch. Farid. Amerikanisches Blut an deinen Händen, Farid. Was dagegen? Natürlich, Menendez. Wir müssen dich in Sicherheit bringen. Zu viele Männer sind tot. Der Sieg bemisst sich nicht in Verlusten, Farid. Farid, bist du noch da? Wir sind getroffen. Wir gehen runter. War ja auch nicht so mit dem klug, ne? Verdammt! Oh, Scheiße! Ich... Ja! Hierher! Lass mich los! Warum fliegt ihr überhaupt hier so vor die Leute mit Raketenwerfer? Was seid ihr für welche? Wer war es? Du verschwendest deine Zeit! Bastard! Von mir fährst du einen Scheiß! Ja. Komm schon, mehr als Bitch Slap! Farid! Töte ihn! Ja, das ist es! Los, töte mich! Stimmt was nicht, und du, Farid? Du rückgratloses Stück Scheiße! Andere die Arbeit machen lassen! Was für ein Mann bist du? Okay, wir müssen jetzt entscheiden. Zeig deine Treue, indem du meine Befehle befolgst, Farid. Ihn erschießen? Dann ist er tot. Oder Menendez erschießen, tipp ich mal. Komm schon! Hast du nicht die Eier, mich zu erschießen? Alter, Harper, was geht denn mit dir ab, ey? Ich entscheide mich mal für Menendez. Lol. Ich hab grad... ich hab zu lange gewartet. Du hast uns verraten. Farid. Und nein, ich war's nicht. Ich war's nicht. Dein Leben bedeutet deinen Herrn rein gar nichts. Harper? Harper, hörst du? Verdammt, da stimmt was nicht. Kraken, Linebacker 2, Angriff auf feindliche Truppen auf dem Weg zum abgeschossenen Vogel. Das Bild von der Absturzstelle auf mein HUD übertragen. Okay, dann würde ich sagen, hauen wir mal drauf hier. Hopp, hopp, hopp. Richtig schön draufhauen. Scheiß Terroristen töten hier. Die haben mich umgebracht. Jetzt sind sie dran. So, wir haben wahrscheinlich die gleichen Waffen, denke ich mal. Ne, ja genau, die gleichen Waffen. Menendez, dieser Hurensohn will zur Zitadelle. Abtransport arrangieren. Harper muss zurück zu Obama.
Obama. Okay, wir folgen mal Salazar. Wir haben jetzt nur die Shotgun mit. Und die Scorpion ist natürlich leer. So, jetzt haben wir die Drohnen selber zur Verfügung. So, du bist irgendwie tot leicht, ne? Das heißt, wir nehmen deine Scorpion hier auf. So, sonst noch jemand? Ach, du bist... Ha? Perfekt, Kopf weg. So, Straße Todeszone, deswegen gehen wir aus dem Haus, ne? So, noch 31 Meter und das sind zwei. Einmal der und einmal der. Perfekt. Das ist der Vorteil Millimeter-Scanner. Also den finde ich richtig geil, den Millimeter-Scanner. Und wir können mit 7 die Quad-Drohnen steuern. Alle verfügbaren Einheiten zu dieser Position. Lokale Position zum Abfangen einnehmen. Okay, wo ist denn hier jetzt einer? Da hockt einer. Und da oben. Ach du liebe Scheiße. Also die setzen schon ganz schön zu mit ihren Scheißraketenwerfern, muss ich jetzt mal sagen. So, da ist einer. Und hier. Na, die Scorpion kommt da nicht durch. Okay. Dann würde ich sagen, ziehen wir mal, nutzen wir das auch mal. Perfekt. Na, was geht mit dir ab? Perfekt. Im Auge behalten, aber nicht angreifen. Wir brauchen ihn lebendig. Das wäre nicht ganz vom Nachteil, wenn wir den lebendig hätten. So, jetzt hier draufhauen. Oh, da auf die Entfernung können wir nichts ausrichten. Zum Glück haben wir hier unsere Quad-Drohnen, die ein bisschen was ausrichten können. Und Granaten haben wir nämlich auch keine mehr, was natürlich auch sehr vom Nachteil ist. Wir haben nur noch eine Shotgun. So, die Quad-Drohnen lenken die mal ab. Perfekt. Du bist weg. Na, du bist weg, habe ich gesagt. So, noch 180 Meter da reinrennen. Wir haben leider eine sehr, sehr niedrige Framerate. Ich weiß nicht, was da los ist, ey. Das kotzt ein bisschen an. So, reinrennen, rein, du. Ach, du liebe Scheiße. Ach, du Scheiße, 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 Scheiße. So, 7. Ah, nach rüberlaufen und angreifen. Perfekt. Alter, warum hat ein Salazar gerade auf mich geballert? Verstehe ich nicht. Der böse, böse Salazar. So, du bist weg. Es kommen Quad-Drohnen. Wir geben den Quad-Drohnen neue Angriffsbefehle. Mach das mal. Ich habe nämlich relativ wenig Zeit, die Dinger mal zu steuern. Also vielleicht wäre die mit Feuermodus gar nicht mal so schlecht gewesen, weil so auf die Entfernung ist die echt nix. Und vor allem, die hat so ein kleines Magazin, das ist auch eine Sauerei. Also, die schießt wohl enorm schnell, aber das Magazin ist wirklich extrem klein. Das ist gar nichts. So, die haben sich irgendwie reingehackt in unsere Quad-Drohnen. Das mag uns mal egal sein, wir füllen mal die... Na, Muni auffüllen, hallo? Na, scheiß drauf. Ach du liebe Scheiße. Ach du liebe Scheiße, ich komme hier nicht wieder hoch. Ja, toll. Irgendwie bin ich da nicht mehr hochgekommen und gesehen habe ich sowieso nichts. Alter, das war jetzt eine doofe Aktion von mir. Meine Güte. Na gut, wir starten zum Glück gleich da, weil da war ja ein Kontrollpunkt. So, okay, rein hier. Eindämmungsteam seilt sich ab. So, alle nacheinander schön abschießen. Okay, da. XPR haben wir hier, eine schöne Sniper. So, perfekt. Ich würde sagen, wir knallen jetzt mal die Drohnen hier ein bisschen ab. Alter! Meine Fresse. So, noch irgendein Feind hier. Das ist eine von uns, okay. Sonst sehe ich hier nämlich niemand mehr. Ah, da, da, komm. Sonst irgendjemand? Da ist unsere VTOL. Okay, du möchtest noch? Ja, Durchschlagskraft hat die natürlich keine. Okay. Na los, komm wieder hervor. Perfekt. So, sonst ist hier niemand mehr, glaube ich. Okay, runter. Jetzt haben wir noch die Shotgun am Start. Alter, meine Tastatur reagiert gerade nicht. Schade, dass es die Singleplayer-Tarnung nicht auch im Multiplayer gibt. Weil die Tarnung hier sieht echt geil aus und ich muss ja kurz meine Tastatur runternehmen. Das ist gut so. Sobald sie Menendez haben, greifen wir in uns. VTOL umzingeln, auf Startbefehl warten. Rücken vor.
Perfekt, schön gefeedert hier. Gefeedert im Singleplayer, super, ne? Okay, du weg. Du weg. Du weg. Zum Glück ist das hier ein Autosniper. So, jetzt, hier lag doch gerade eine AN-94, die mag ich. Genau, AN-94 mit schnellem Magazin. Das ist gut. Okay, da noch 30 Meter. So, nachladen und weiter geht's. Jetzt sind wir gleich beim Retall. Menendez! Sichert ihn! Was ist mit dem los? Danke, David. Streben wir eine neue Welt an. Hä? Blick ich jetzt nicht. Warum hat er sich jetzt eigentlich gefangen nehmen lassen? Verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Naja, wahrscheinlich war das alles Teil seines Plans, tippe ich jetzt mal. Komisch, der Typ manchmal. Naja, werden wir schon noch früh genug erfahren. Geh weg, der schwarze Bildschirm. Alter, was soll denn der Scheiß jetzt? Warum habe ich schwarzen Bildschirm? Och, komm schon. Hallo, hat sich's aufgehangen oder wie? Wie sieht's aus? Naja, ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt erstmal für diese Folge. Irgendwie hat sich mein Black Ops 2 aufgehangen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Black Ops 2 wieder. Bis dann, ciao!